ist 17.15 Uhr und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen 17.15 Uhr Kolloquium. Unsere heutige Referentin ist Susanne Schumacher. Susanne Schumacher ist Co-Leiterin des Digitalrats der Zürcher Hochschule der Künste und beschäftigt sich in dieser Aktivität, in dieser Funktion umfassend mit der digitalen Transformation in Hochschulen, denn zusätzlich zu ihren Aktivitäten an der ZHDK ist sie auch noch in vielen verschiedenen anderen Organisationen tätig. Um nur zwei Beispiele zu nennen, seit letztem Jahr ist sie die Vorsitzende des Management Boards der DITZ, der Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen. Und sie ist Vorsitzende des Lenkungsausschusses Digital Transformation der European University Association. An der Zürcher Hochschule hat sie zum Beispiel von 2018 bis 2021 das Programm Digitales Wissen lanciert und erfolgreich umgesetzt und damit die ZHDK fit gemacht für alle Fragen von Open Science. Und damit einen ganz wichtigen Beitrag geleistet für die Hochschule, für Open Access, für Forschungsdatenmanagement und ganz viele Themen, die uns hier an der Bibliothek interessieren. Aber darüber hinaus freut mich ganz besonders, dass wir nicht nur eine ausgewiesene Expertin für digitale Transformation begrüßen können, sondern auch eine ETH-Alumna. Susanne Schumacher hat nämlich an der ETH promoviert zum Thema Daten in der Kunstgeschichte. Und wir sind jetzt sehr gespannt, was wir alles im Vortrag hören werden, der sich mit dem Thema Do You Speak Digital beschäftigen wird. Das Deckblatt ist geöffnet. Vielen Dank, liebe Christiane, für die ordentliche Einführung. Vielen Dank an die Kolleginnen von der ETH-Bibliothek für die Einladung zu diesem großartigen Kolloquium. Ich werde berichten über Aktivitäten an der ZHDK, an den Zürcher Hochschulen und in weiteren Kreisen. Alle befassen sich mit den Fragen digitaler Transformation und mit dem Untertitel, wie sie zu gestalten sei, möchte ich darauf hinweisen, wie wir an der ZHDK versuchen, diesen Transformationsaktivitäten einen bestimmten Charakter zu geben und sie in einer bestimmten Haltung auch durchzuführen. Ich bin Co-Vorsitzende des Digitalrats der ZHDK. Der zweite Teil des Co-Vorsitzes ist auch hier im Publikum, Renato Soldenhoff. Mit ihm habe ich jetzt die letzten zwei Jahre lang sehr intensiv in diesem Co-Vorsitz zusammenarbeiten können. Und wir sind in diesem Co-Vorsitz zusammen noch zwei Tage tätig. Dann wird sich Renato neue Wege auch in diesem Bereich der digitalen Transformation suchen, aber an der ZHDK weiter mitwirken. Die Perspektive, die ich gewählt habe für diese Präsentation her, geht sehr stark von der ZHDK aus. Die Fragen rund um digitale Transformation dreht sich ja wie immer um die drei wichtigsten Fragen, die wir uns heute immer zu stellen haben. Das Why, How und What. Die Frage, warum wir das machen, liegt vor allem darin begründet, dass die ZHDK sich 2017 auf den Weg gemacht hat, um eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und da gleich den Weg so gestaltet hat, dass sie gesagt hat, es geht darum, die digitale Kultur oder eine Kultur der Digitalität an der ZHDK zu gestalten. Und das ist die Frage, also der Kern, um den sich im Weiteren alle Aktivitäten drehen. Zum What lässt sich dann relativ einfach anschließend zeigen, was wir tatsächlich tun. Im Wesentlichen sind es Programme im Bereich Digitalisierung, Netzwerkaktivitäten, Projektaktivitäten. Und die Frage, wie wir das machen, mit welcher Haltung, wird sich dann hoffentlich im Laufe der Präsentation erschließen. Wie schon gesagt, digitale Transformation verstehen wir sehr stark als Kulturwandel an der ZHDK. Um diesen Kulturwandel anzustoßen und durchzuführen, wurde der Digitalrat der ZHDK initiiert. Das ist ein Gremium aus internen Expertinnen
die in ihrer fachlichen, inhaltlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen Tätigkeit mit Digitalisierung zu tun haben oder die organisational mit Digitalisierung befasst sind. Dieser Digitalrat wächst und schrumpft so über die Zeit, also es kommen Leute hinzu und gehen wieder hinaus. Und das ist auch ein ganz wesentliches Prinzip, dass es nicht darum geht, dass eine kleine Gruppe an der ZHDK denn wüsste, wie es ginge mit der digitalen Transformation, sondern dass es ein großes Anliegen ist, das sehr breit in der Institution zu verankern und aus der Institution heraus zusammenzubringen. Dann gibt es noch ein Team-Digitalrat. Dort werden quasi die operativen Aufgaben umgesetzt, im Wesentlichen transformative Projekte und Programme, wie dann gleich noch zu sehen sein wird. Auf dem Foto sind jetzt die aktuellen Mitglieder aus Team und Gremium zu sehen. Die Grundlage unseres Arbeitens ist die Strategie der ZHDK aus der Periode 2019 bis 2023 und quasi die Teilstrategie, die sich explizit auf Digitalisierungsaspekte bezieht. Dort sind unsere Aktivitäten, unser Aktionsrahmen festgelegt und von dort ziehen wir auch unsere Aufträge. Nun, wie kann man sich das dann konkret vorstellen? Die Herausforderung bei digitalen Transformationsaktivitäten besteht ja oft darin, dass man Gefahr läuft, nicht so genau zu wissen, auf welcher Ebene bewegt man sich jetzt gerade mit seinen Herausforderungen. Konkret, auf welchen Ebenen versuche ich jetzt gerade Lösungen zu finden, beziehungsweise wie kann ich diese Ebenen dann auch zusammenbringen? Sicherlich wissen wir alle, dass es nicht um technische Lösungen und Fragen geht, aber sie sind die Grundlage für diese Aktivitäten. Insbesondere aber die Frage, wie gehe ich persönlich mit diesen digitalen Herausforderungen um, steht ja immer wieder auch im Verhältnis dann zur nächsten, der zwischenmenschlichen Ebene, sowie Institutionen haben die Herausforderung, den Bezug zwischen Fachcommunities, der gesellschaftlichen Diskussion und den konkreten Aktivitäten von ihren Mitgliedern zu befassen. Das sind Basisüberlegungen, mit denen wir 2018 angefangen haben. Es sind wie Selbstverständlichkeiten, doch haben sie für uns erstmal wie eine Grundlage gegeben, auf der wir miteinander reden und auch mit der Institution, also mit in die Institution hinein wirken können. Genauso haben wir uns zu Beginn unserer Tätigkeit Leitsätze gegeben, die stark sagen, es geht darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass digitale Kultur auch gelebt werden muss, dass es eine sehr kritische, aktive Auseinandersetzung gibt und Digitalisierung einfach sehr gezielt in Beziehungen einzusetzen ist. Auf dieser Grundlage, dieser Ebenen und der Leitsätze agiert der Digitalrat dann sehr konkret. Beispielsweise in den Programmen, die die ZHDK im Bereich Digitalisierung lanciert hat. Die Programme richten sich an die organisationale Entwicklung. Sie befassen sich mit der Entwicklung von Kompetenzen für das digitale Zeitalter, mit dem digitalen Arbeiten und mit dem schon von Christiane erwähnten digitalen Wissen. Ich gehe jetzt einfach durch die drei Programme durch, damit Sie so ein bisschen einen Eindruck haben, wie wir da arbeiten. Hier geht es jetzt also um das Programm Digital Skills in Spaces. Der Programmleiter ist Renato Soldenhoff, der auch hier ist und sicherlich gerne auch noch für Fragen Auskunft gibt. Eine ganz wichtige Grundlage ist hier gewesen, dass am Anfang in vielen Workshops und Umfragen festgelegt wurde, was sind denn eigentlich Kompetenzen im Bereich, also digitale Kompetenzen an einer Kunsthochschule. Ganz wesentlich steht hier die Entwicklung von Persönlichkeit in der Mitte und Aspekte von digitaler Kreation, Co-Kreation, also Teamarbeit und Teilhabe sind als wichtige Felder identifiziert worden. Und dieses
Modell diente und dient immer noch in der Folge für die Planung von allen Aktivitäten in diesem Programm. Sie sprechen dann entweder einzelne oder alle Segmente an. Zum Beispiel eines meiner Lieblingsformate ist das Austauschformat What the Digital. Alle reden über Digitalität, sprich auch du darüber. Dieses Format wurde jetzt dreimal durchgeführt. Ganz zu Beginn gab es einen Projekt-Slam, 2019 war das, wo man sich gegenseitig Projekte vorgestellt hat. Während der Pandemie wurde dann so eine Art Minishow entwickelt, wo einzelne Projekte dann sehr ausführlich auf eine Art von Bühne gehoben wurden und mit einer interessanten Ton-Bild-Kombination verteilt wurde. Und im letzten Jahr wurde dann aus diesem Austauschformat ein Podcast, wo Expertinnen dann in den Dialog getreten sind mit Renato und Charlotte Axelsson. Ein anderes Beispiel ist man kann jetzt schon von einer Reihe sprechen, Digital Confidence. Es ist eine Aktivität gemeinsam mit der internen Weiterbildung, wo es darum geht, sehr zielgruppenspezifisch Unterstützung und Austauschmöglichkeiten zu geben, um Herausforderungen aus dem digitalen Alltag für die Mitarbeitenden der ZHDK entwickeln zu können. Die erste Serie wurde durchgeführt für Studienbereichssekretariatsmitarbeitende, eine sehr spezifische Zielgruppe, aber eine sehr große Gruppe bei uns an der ZHDK, die eine ganz wichtige Schlüsselrolle im Lehrbetrieb einnehmen. Und diese Gruppe wurde dann für ein Jahr lang in diese Workshops integriert und eingeladen und konnten vor allem auch durch so einen regelmäßigen Austausch untereinander und den informellen Austausch sich zu diesem Thema entwickeln. Dieses Jahr läuft die Serie für Führungskräfte. Es geht im Programm Digital Skills in Spaces nicht nur um Kompetenzen, sondern eben auch darum, wie für das digitale Zusammenarbeiten denn die entsprechenden Räume geschaffen werden. Jahr für Jahr wird ein möglichst unbeliebter Raum bei uns im Toni-Areal dann umgestaltet speziell adaptierbar gemacht für spezielle digitale Settings. Ich habe zwei Fotos von zwei Beispielräumen gebracht, aber zusätzlich noch zwei Informationsvisualisierungen, die jetzt kürzlich erst erstellt wurden. Es ging da im Wesentlichen darum, nicht nur die Räume zur Verfügung zu stellen und die Leute dann damit alleine zu lassen, sondern durch ein systematisches Feedback auch rauszubekommen, welche dieser detailliert überlegten Funktionen denn tatsächlich auch funktionieren im praktischen Gebrauch. Das zweite Programm ist digitales Arbeiten. Da geht es schlicht darum, die Online-Zusammenarbeitsformen, das Arbeiten in der Cloud so zu gestalten, dass es möglichst einfach, möglichst rechtssicher und auch nachhaltig vonstatten gehen kann für die Mitarbeitenden der Hochschule. Das sind Transformationen, die an jeder Hochschule genauso stattfinden. Das ist bei uns nicht anders. Wie kurz zeigen möchte, ist, wie gehen wir denn mit dem aktiven Einbezug der ZHDK-Angehörigen um diese Umstellung tatsächlich als ein hoffentlich positives Change-Projekt zu verstehen. Es gibt also eine sehr detaillierte Planung mit allen möglichen Projektbausteinen und natürlich eine agile Methodik, die dafür sorgt, dass das wirklich Wichtigste zuerst gemacht wird. Ich möchte aber raus auf diesen digitalen Kompass, den wir in diesem Zusammenhang entwickelt haben. Und wenn ich jetzt von wir spreche, dann möchte ich hier Paolo Del Ponte erwähnen. Er ist der Leiter des Programmes und bei dieser Aktivität ist auch stark Renato involviert gewesen.
Der digitale Kompass gibt zu jedem Zeitpunkt des Projektes eine Orientierung, was ist jetzt im nächsten Schritt das wirklich Wichtige. Es sind Bereiche, also es sind Themen wie, geht es jetzt stärker um Daten, geht es jetzt eher um den kulturellen Aspekt oder um zum Beispiel Governance-Fragen. Der digitale Kompass ist natürlich digital, aber da es uns sehr, sehr wichtig ist, sehr stark in einem Dialog Schwerpunkte zu entwickeln, kann dieser so ganz aktiv eingesetzt werden mit einem Brett, wo man sich Stäbe stecken kann und einen Faden drumherum legen kann. Also quasi der Spider-Graph wird tatsächlich physisch produziert, gelasert und hilft dann auch gut zur Diskussion, einfach um diese Auseinandersetzung auch aktiv anzuregen. Dann berichte ich noch kurz über das Programm Digitales Wissen. Das ist eigentlich abgeschlossen, also es ist abgeschlossen, aber da Christiane und ich die große Freude hatte, während dieses Programms zusammenzuarbeiten, möchte ich das auch einfach noch kurz erwähnen. Also hier geht es um die Frage von, wie wird offene Wissenskultur gestaltet? Wie haben wir an der ZHDK die Transformation hin zu Open Science und die Etablierung von Publikationsservices möglich gemacht? Die Themen, die wir zusammengebündelt haben, sind die gleichen wie jetzt natürlich auch hier an der ETH-Bibliothek. Speziell bei uns ist vielleicht das die Frage, also aus den Künsten, was bedeuten denn Forschungsdaten in diesem Zusammenhang? Wie gehen wir mit diesen um? Also diese viel stärker medienlastige Herausforderung war sicher ein großes Thema. Und auch wir haben uns überlegt, wie können diese Wissenssysteme, die wir bereits haben, zusammenwirken, damit das nicht nur für die Daten und die Medien einen Workflow gibt, sondern auch für die Nutzerinnen, die Forschenden und die Personen aus der Administration. Hier war, glaube ich, der wesentliche Gewinn mit dem Programm, dass es wir geschafft haben, die Abteilungen innerhalb der Hochschule, die an diesen Bereichen aktiv gearbeitet haben, zusammenzubringen und auf die Weise unter diesem Dach von digitalem Wissen, offener Wissenskultur, eine gemeinsame Anstrengung zu erzeugen. Damit hätte ich die drei Programme vorgestellt. Ich möchte jetzt gerne auf das Thema der Netzwerke eingehen. Denn in Netzwerken zu arbeiten, ein ganz wesentliches Prinzip aus der Digitalisierungsstrategie der ZHDK, wissend, dass die Themen, Herausforderungen im Bereich der Digitalität sowieso nicht einzeln von einzelnen Personen, einzelnen Abteilungen, einzelnen Institutionen zu lösen sind, sondern am besten durch den Austausch von Peer-Institutionen zu gewähren ist. Wir sind relativ systematisch, was die Bespielung unserer Netzwerke angeht, ein internes Netzwerk, eines hier am Standort Zürich und ein internationales Netzwerk. Also wir haben natürlich noch mehr, aber die drei möchte ich jetzt hier gern aktiv vorstellen. Zum einen haben wir ein internes Netzwerk an der ZHDK, denn jenseits dieses Expertengremiums Digitalrates gibt es natürlich immer mehr Digitalisierungsexpertinnen an unserer Hochschule, wie natürlich auch überall. Das Wissen und das Wissen zur Digitalität, die Lust, sich damit auseinanderzusetzen, auch aktiv beizutragen und diese Prozesse mitzugestalten, die wächst und wächst und wächst. Und es ist nach unserer Ansicht nach sehr wichtig, diese Personen einfach zu integrieren. Deshalb haben wir zusätzlich zu diesem Expertengremium noch ein eher informelleres Netzwerk aufgebaut, das sich dann quasi tatsächlich zum Austausch trifft, wo man sich mit seinen Profilen gegenseitig vorstellen kann, kurz von Projekten berichten kann. Also wirklich eine sehr niederschwellige und informelle Geschichte.
Dann gibt es ein sehr viel größeres Netzwerk. Das ist die Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen. Und Zürcher Hochschulen meint jetzt hier die vom Kanton Zürich finanzierten Hochschulen. Selbstverständlich ist die ETH auch eine Zürcher Hochschule. Aber hier haben sich die vier zusammengetan, die dann gemeinsam an den Kanton herangetreten sind mit dieser Standortinitiative DITS. Diese Initiative konnte vor 3 Jahren, und zwar jetzt wirklich genau vor 3 Jahren, operativ gehen. Die Universität Zürich, die ZHAW, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die Pädagogische Hochschule und die ZHDK haben sich zusammengeschlossen und 3 große Programme lanciert im Bereich Forschung, Innovation und Bildungsförderung. Tatsächlich ist die Initiative befristet auf 10 Jahren. Sie wird zu einem Drittel durch den Kanton finanziert und der Rest wird durch die Hochschulen getragen. Es gibt interessante Projekte, Aktivitäten selbstverständlich im Bereich der Forschung und in der Bildungsförderung. Was eine recht große Wahrnehmung erfährt, ist das Innovationsprogramm, weil es im Rahmen von diesem Innovationsprogramm regelmäßige Ausschreibungen gibt, wo die Fachleute der 4 Hochschulen gemeinsam praxisorientiertes Projektvorhaben vorschlagen und dazu auch Projektpartner suchen. Tatsächlich gibt es davon schon 45 Projekte. Ich habe, um so ein bisschen die große Themenbreite sichtbar zu machen, die Screenshots von den Videoporträts hier aufgeführt. Also es geht um ein sehr breites Spektrum, sei es Fragen, wie kann der humanitäre Einsatz von Drohnen ethisch gesteuert werden? Was gibt es für computergestützte Vorhersagen für Long-Covid? Wie kann Making im Schulunterricht verwendet werden? Also das ist das Fantastische an dieser DITS, dass genau in der Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen diese Themen betrachtet werden können. Und ich empfehle wirklich auch die Webseite der DITS zu besuchen. Die Projekte sind sehr schön mit Videoporträts vorgestellt und es wird sehr anschaulich, was tatsächlich geschieht. Ein Highlight bislang war aus meiner Sicht die Ausstellung Planet Digital im Museum für Gestaltung, wo dann die Projekte der DITS sich auch in einem solchen Umfeld haben quasi inszenieren und präsentieren können und dadurch der sehr gewünschte Dialog mit der Bevölkerung auch wirklich vor Ort möglich war. Zum Beispiel hier zu sehen ist der Segnungsroboter von dem Schwerpunkt Digital Religions aus der UZH. Es gab auch eine sehr schöne Online-Publikation, die immer noch im Netz verfügbar ist. Ja, und von diesen sehr lebendigen Netzwerken noch ein Einblick an ein etwas formaleres Netzwerk. Das ist von der European University Association, ein Steering Committee Digital Transformation, das sich zur Aufgabe gemacht hat, für ihre Mitglieder, und die EUA hat tatsächlich 800 Hochschulen über ganz Europa als Mitglieder, für die Mitglieder Unterstützung zu leisten. Einerseits, um hin zur Europäischen Kommission regelmäßige Inputs für Policy-Entwicklung im Bereich Digitalisierung zu geben, und andererseits, um ein etwas Praktisches zu machen, nämlich eine sogenannte Digital Transformation Map, wo sich dann die Mitglieder orientieren können an Fragen, wie hängen Herausforderungen der Digitalisierung miteinander zusammen, was gibt es für Best-Practice-Beispiele, wo können Experten erreichbar sein. Tatsächlich, Lothar Thiele hier von der ETH ist auch Mitglied im Advisory Board von diesem
von dieser Aktivitätslinie Digitale Transformation der ETH. Und da unten sieht man kleine Screenshots von den aktuellen Arbeiten. Das ist also alles noch im Gange. Demnächst gibt es auch Workshops in diesem Zusammenhang statt. Und demnächst ist ein Workshop angeboten, den wir von der ZHDK gemeinsam mit der EUA anbieten. Das ist dann ein Future Thinking Workshop. Ich denke, man kann sich noch anmelden, falls es Interesse gibt. Und damit komme ich auch zum letzten Thema der Präsentation, nämlich mehr den Blick nach vorne. Wir sind sehr stark gegenwärtig mit dem Thema Zukunftsdenken befasst, fragen uns, wie ist es denn möglich, systematisch mit Unsicherheiten umzugehen? Welche Methoden des Zukunftsdenken gibt es? Wie kann man Treiber von Unsicherheiten aufnehmen und vielleicht aktiv reflektieren und einen positiven Zugang dazu finden? Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich, dass wir das aus dem Blickwinkel der Digitalisierung machen. Und dass es vor allem auch darum geht, dass wir als Institution lernend uns auf die Zukunft einstellen möchten. Und auch hier ist wieder die Frage der Haltung wichtig. Wie können wir eine Haltung kultivieren, dass wir positiv in die Zukunft schauen, beziehungsweise die Zukunft aktiv mitgestalten können? Es geht auch hier wieder um Kompetenzen, wie sie auch schon in anderen Bereichen immer wieder gefragt und unterstützt werden. Kompetenzen, die etwas über diese übliche Design-Thinking-Methode hinausgehen, die auch Möglichkeiten des Rollenspiels mit integrieren, Möglichkeiten von temporalen Perspektiven aktiver einschließen und so in geführten Workshops zu Szenarien und Ideen kommen, die dann mögliche Zukünfte entwickeln, die dann auch wieder verhandelbar sind. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Ergebnisse dieser Workshops sollen so gestaltet sein, dass sie eine Diskussion auch darüber möglich machen. Wir haben jetzt gerade einen Workshop abgeschlossen, der hieß Atelier Futures. Das ist der zweite in einer schon längeren Reihe. Wir haben im Vorfeld recht genau überlegt, welche Fragen wollen wir eigentlich behandeln. Es sollte um eine Kunsthochschule, eine Hochschule der Künste der Zukunft gehen. Und die Bereiche, die am meisten virulent und sehr breit interessieren, ist die Frage, wie wird die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine an Kunsthochschulen aktiv gestaltet? Sehr stark natürlich durch die ganze Diskussion rund um künstliche Intelligenz und Chatbots befeuert. Und wie kann das Zusammenspiel zwischen physisch und digital gut gelingen, was für alle Disziplinen an der ZHDK eine ganz virulente grundsätzliche Fragestellung ist. In diesem Atelier Futures, wir haben zusammengearbeitet mit einer Firma aus Berlin, konnten wir dann in einem Workshop wie drei verschiedene Szenarien entwickeln, die sehr unterschiedlich waren, die tatsächlich wie kleine Prototypen möglich gemacht haben. Und diese Prototypen konnten wir jetzt gerade letzte Woche an der ZHDK dann auf einer Wand ausstellen und dort dann wiederum in verschiedene Diskussionen einsteigen mit Gästen, die wir eingeladen haben. Und ich glaube, das ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir versuchen, sehr schnell sehr flexibel, sehr experimentierfreudig auf die Themen zuzugehen, wie wir wirklich versuchen, mit einer kreativen Haltung sehr weit zu öffnen und dann auch wieder schnell zu schließen, Ergebnisse zu haben, weiter zu diskutieren und dann wieder in der nächsten Runde eine weitere Öffnung und eine weitere Schließung zu machen.
das sind gute Beispiele dafür, was denn auch die Rolle eines Digitalrats an der ZHDK oder einer Hochschule sein kann. Es ist ja eine kleine Einheit, die die Aufgabe hat, explorativ für die Hochschule zu erkunden, was wichtige, relevante Themen sein können, dann aber auch wirklich gut vorzuschlagen, in welchem Modus oder auf welche Art und Weise setzt man die Dinge dann um. Und zum Schluss, wie wichtig es auch ist, eine gute Erzählform zu finden, um in den Dialog zu kommen. Das wären jetzt im Wesentlichen meine Inputs. Was ich nochmals wie zusammenfassend sagen möchte, egal ob es jetzt ein Steering Committee bei der ETH ist, ob es die DITS oder die Aktivitäten im Digitalrat ist, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass es darum geht, Menschen aktiv einzubeziehen, in den Dialog zu kommen, Erzählformen zu finden, sie verhandelbar zu machen, Landkarten immer wieder neu zu schreiben, zu erfinden. Deshalb habe ich hier auch Landkartellen geschrieben, weil man sich ja einfach immer wieder neu orientieren muss und die Dinge, die vor einem Jahr noch gegolten haben, sind ja tatsächlich heute auch schon vorüber. Die Herausforderungen sind natürlich immer in diesem Gleichzeitigen von synchron und asynchron, von physisch und digital, von vor Ort und online. Ja, ich habe jetzt viel von Haltung gesprochen. Ich denke, das ist etwas, was uns innerhalb der ZHDK auch immer wieder sehr stark zur Selbstbetrachtung und zur Diskussion führt. Was ist denn unsere Haltung? Ich hoffe, dass sie ein bisschen klar geworden ist jetzt mit den Beiträgen hier. Und damit würde ich dann auch schließen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Susanne, für diese interessanten Einblicke in eure Arbeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Zeit, die wir haben und die ausreichend ist, für viele Fragen nutzen werden, die entweder hier aus dem Publikum kommen können oder auch von den Zuschauern via Chat. Aber ich würde vielleicht mal mit dem Publikum vor Ort anfangen wollen. Fragen oder Kommentare? Ganz herzlichen Dank, Susanne, für diesen spannenden Einblick und die vielen auch konkreten Beispiele. Du hast am Ende so ein bisschen von den Herausforderungen gesprochen, worin die liegen. Könntest du dazu noch ein bisschen was sagen? Also wie geht ihr damit um? Was ist das Verhältnis zwischen dem Spannungsfeld von eben synchron, asynchron, on-site, dann digital? Das sind jetzt viele Fragen. Ich kann sie versuchen, auf verschiedenen Ebenen dann auch wieder zu beantworten. Also ich meine ganz konkrete Probleme. Wie nutzen wir die Räume im Toni-Areal für die Aktivitäten, die wir brauchen? Das sind natürlich, wie soll ich denn sagen, da hilft auch alle Kultur nichts, wenn die Räume es nicht wirklich sehr gut ermöglichen, hybrid zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Ich denke, da gehen wir um mit einer Mischung zwischen das Beste draus machen, was es gibt, da zu verbessern, wo es gut möglich ist, also die Räume zum Beispiel wie gut auszustatten und dann einfach mit den Formen adaptieren und experimentieren. Ich habe jetzt viel über Kultur gesprochen. Es gibt natürlich auch sehr viele technische Herausforderungen, die nicht ganz einfach zu lösen sind. Sei es jetzt auf dem Bereich auch mit den digitalen Systemen, wie die zusammenspielen, die ständige Anforderungen anzupassen. Ich denke, da schaffen wir vor allem durch die Gefäße, in denen die Herausforderungen bearbeitet werden, Formate
um sie möglichst in guter, wie soll ich denn sagen, in gutem Abgleich mit den wichtigsten Bedürfnissen im Haus zu finden. Also auch dort versuchen wir einfach wie unser Bestes. Ich glaube aber, der wichtige Punkt ist, dass wir von Seiten Digitalrat immer wieder auch darauf hinweisen können, wie ganz wichtig diese kulturelle Komponente in dieser technologisch getriebenen Transformation auch ist. Haben wir vielleicht Online-Fragen? Ist jetzt nur Fragen formaler Natur, also nicht, die zur Diskussion beitragen würden. Sie haben die Workshop-Serie Digital Confidence erwähnt. Was sind die Inhalte, die man in diesen Workshops bearbeitet? Da würde ich vielleicht gerade an Renato weitergeben, weil er hat diese Workshop-Serie zusammen mit der internen Weiterbildung konzipiert. Danke vielmals. Ich habe jetzt den Flyer hier heimlich aufgerufen, um ein bisschen zu spicken. Wir haben jetzt gerade Zoom in, Zoom out, Remote führen durchgeführt. Also was darum geht, wie kann man über Distanz führen und wie kann man auch mit Feedback umgehen. Das war jetzt der Auftaktworkshop. Was jetzt folgt, ist How What vom Inhalt zur Form. Wie kann ich online kommunizieren? Also ich glaube, online bietet eine Form, wo man nicht nur Text hin und her schicken kann, sondern mit Grafiken etc. Wie kann ich Leute Themen vielfältig zugänglich machen, auch über digitale Kanäle. Dann folgt ein Workshop zu Onboarding, Finanzen verstehen und digital verwalten, die dann auch intern, also die Workshops werden teilweise extern, aber mehrheitlich von internen Personen geführt, hier von der Finanzabteilung und Entschuldigung, da geht es auch darum, eben, wie kann man diese Finanzen digital verwalten. Also wir haben dann das letzte Mal bereits auch schon durchgeführt und festgestellt, dass ganz viele Leute Schattenbuchhaltungen führen. Und hier kann man eigentlich aufzeigen, dass es nicht nötig ist und dass wir die Tools haben, um das anders zu machen. Digitales Arbeiten hat Susanne vorhin präsentiert. Da wird Paolo Del Ponte einen Workshop machen, wo es um agile Zusammenarbeit, wie kann ich Tools nutzen, um im Team zu arbeiten. Es geht dann um Boundary Management, das ist ein 6. Workshop, wo wir mit dem IAP zusammenarbeiten, also Abgrenzung von diesem digitalen Überall, also überall digital quasi. Man ist ja immer konfrontiert mit Nachrichten, mit Informationen, wie kann man sich davon abgrenzen. Und der letzte Workshop ist eigentlich nur eine Reflexion und gemeinsames Nachtessen. Aber, klingt jetzt so einfach, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Teil, dass wir hier die Leute zusammenkriegen, die in ähnlichen Situationen stecken, dass wir da einen Austausch ermöglichen können. Ja, vielen Dank, Susanne. Es war wirklich sehr spannend und für mich sehr inspirierend, dir zuzuhören. Und jetzt war ja, ihr habt ja diese Digitalstrategie entwickelt. Das war, wenn ich gut aufgepasst habe, 2018 bis 2023. Und das heißt, ihr seid sozusagen mit einem Plan habt ihr losgelegt und dann kam 2020 die Pandemie. Und das war ja sozusagen für alle der größte Digitalisierungstreiber, auch insbesondere was die Lehre anbelangt. Und da würde mich interessieren, ihr seid ja sozusagen mit Konzept quasi rangegangen an die Digitalisierungsfragen. Lehre hat sicher auch eine Rolle gespielt, die Zusammenarbeit und so weiter hast du erwähnt. Und was waren die Überraschungsmomente? Was waren die Erkenntnisse sozusagen, was geschehen ist durch Digitalisierung, quasi unplanmäßig durch die Pandemie? Und was habt ihr herausgefunden über was digital funktioniert und eben auch gerade über den, sage ich immer, den analogen Rest? Oder was ist spezifisch am analogen? Das würde mich sehr interessieren, diese Erkenntnisse sozusagen vom Konzept und dann eben die Pandemie, das alles irgendwie durcheinander wirbelt und die Erfahrungen und Schlüsse, die ihr daraus gezogen habt.
die Digitalisierungsstrategie, mit der wir gestartet sind, hat ja quasi wie die ganze Organisation betroffen. Und in der Pandemie die größte Herausforderung war ja, wie die Lehre gehandhabt werden kann. Natürlich auch, wie der Betrieb aufrechterhalten werden konnte. Aber ich glaube, das war nicht so schwierig herauszufinden wie die Lehre. Aber für alle Bereiche ist die Erkenntnis, die wir gemacht haben, und die hat vermutlich jede Institution gemacht, wie enorm wichtig die Bedeutung des informellen Austausches in nicht digitalen Settings ist und wie sehr wichtig es ist, dass beide Formen sehr aktiv gestaltet werden. Das heißt, selbstverständlich kann nicht einfach eine klassische Form der Lehre direkt 1:1 in ein Online-Setting übertragen werden. Das braucht eine spezielle Gestaltung, aber vor allem auch die Zeiten des nicht-digitalen Zusammenkommens, also des On-Sites-Zusammenkommen, hat natürlich eine enorm große Wichtigkeit. Und da haben wir dann in der Folge einen sehr viel größeren Wert darauf gelegt, auch den zu gestalten. Deshalb sind so viele Dinge, die ich jetzt auch gezeigt habe, sind sehr hands-on. Wir treffen uns in kleinen Gruppen, um unsere Sorgen zu besprechen und uns mit jemand auszutauschen, um den nächsten Schritt zu machen. Diese Formate, die wir haben, sind, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt durch die Pandemie. Und vielleicht kann Renato noch ergänzen. Er ist in der Zeit verantwortlich gewesen für das E-Learning an der ZHDK und hat vor allem diese Umstellung bewältigt mit seinem Team und in der Hochschule. Ja, das war bei uns wahrscheinlich ähnlich gegangen wie bei vielen anderen Hochschulen und Fachhochschulen, dass es von einem Tag auf den anderen quasi online war. Und spannend war, wir haben im E-Learning zuerst davor quasi als Vision haben wir, oder als herausfordernde Frage haben wir uns immer gestellt, was wäre, wenn alles digital wäre? So, und das war dann so eine crazy Idee und so. Und dann war es plötzlich so. Und das war nebenher, haben wir uns die Fragen zumindest mal gestellt. Übrigens, genau noch ergänzend zu diesem Zukunftsworkshop, kam die Frage dann auf, was wäre, wenn es nicht mehr digital wäre? Und das finde ich genauso eine spannende Antwort. Ich glaube, eine, die wir uns umso mehr jetzt stellen müssen, weil wir realisiert haben, das komplett Digitale befriedigt, glaube ich, nicht. Also das zu Hause sitzen und in den Screen starren, für das sind wir auch nicht gemacht. Sondern die Fragen, wie es eigentlich Susanne vorhin erwähnt hat, ist so, welche Qualitäten hat das Zusammenkommen? Wie können wir das auch ausspielen und nutzen und sich dem bewusst zu werden? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der da heraufgespült wurde quasi durch diese Pandemie. Und ich glaube, bei uns ist wichtig mit den Disziplinen, vor Corona war auch so, dass das E-Learning wirklich so ein Randthema, sehr ein starkes Randthema war, wo sich Leute auch gewehrt haben, gesagt haben, ja, das geht bei unserer Disziplin nicht. Und dann war das so und haben es alle gemacht. Aber ich glaube, die Erkenntnis ist wirklich auch, wir haben Disziplin, da geht es einfach nicht. Also Theater kann man schon mal online spielen. Das ist dann, glaube ich, ein spannendes Experiment, aber das trifft nicht das Herz der Sache. Oder ein Kammerorchester kann online musizieren, mit leichten Latenzen quasi, aber das trifft nicht die Sache. So, und ich glaube, es gibt wirklich Disziplinen, für die ist dieses physische Zusammenkommen wichtig. Und ich glaube, das haben wir da nochmals auf die Probe gestellt und auch Erkenntnisse gesammelt. Und andere, die im Design, wo man natürlich Interaction Design zum Beispiel, wo kollaboratives Zusammenarbeiten online gegeben ist oder machbar ist, da funktioniert es besser. Okay, Entschuldigung. Dann vielen Dank an Susanne und Renato. Ich fand den Vortrag sehr spannend. Ich bin Co-Lead vom Digital Transformation Office an der ETH Zürich und wir haben jetzt seit Dezember 2022 einen neuen Digital Transformation Committee. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit der Verwaltung, aber viele die Themen sind identisch, selbstverständlich. Und
So, ich würde mich auf einen Austausch zum Thema Digital Literacy, heißt das in unserer Strategie, und so weiter. Und so Netzwerken ist auch für uns sehr wichtig. Und zum Thema Zukunftsdenken, wir haben ein Strategic Foresight Team. So Chris Lubkemann und Chris und sein Team haben viel schon dort produziert, und ein Austausch dort wäre bestimmt für euch spannend. So, vielen Dank. Ja, danke. Es war ja kürzlich auch die großartige Ausstellung im ETH-Hauptgebäude von eben dieser Gruppe rund um Strategic Foresight. Dort wurden ja 50 oder 80 oder was weiß ich wie viele Treiber identifiziert, die für unsere Zukunft sehr relevant sein können. Also ich fand großartig, also ich finde die Arbeit wirklich großartig, die diese Gruppe gemacht hat. Wir sind einfach ein bisschen im kleineren Format unterwegs, offensichtlich mehr im Schnellbootenmodus. Aber ich glaube, es wäre von unschätzbarem Gewinn, wenn sich diese Arbeitsweisen sehr gut austauschen und ergänzen könnten. Gibt es weitere Fragen? Dann hätte ich vielleicht doch noch eine. Jetzt sind wir hier das 17.15 Uhr Kolloquium der ETH-Bibliothek. Wo siehst du eigentlich die Rolle der Bibliotheken und Archive bei der digitalen Transformation? Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, es gibt Gelächter im Publikum. Also tatsächlich an der ZHDK war es ja wirklich so, dass die Digitalisierungsstrategie hat einen sehr großen Drive aus dieser Diskussion in der Bibliothek und im Archiv erhalten. Denn dort war die initiale Notwendigkeit, sich wirklich sinnvoll strategisch mit dem Umgang von Wissensrepräsentationen irgendwie also sinnvoll voranzugehen. Dort ist das Bedürfnis ja enorm groß. Und diese Kraft aus den Bibliotheken und Archiven, das spüre ich bei verschiedenen anderen Institutionen auch. Zumindest auch, weil die Aktivitäten dort natürlich durch nationale Policies sehr stark unterstützt und vorangetrieben werden. Sowas haben wir demnächst vielleicht oder kommend in der Lehre. Aber jetzt im Bereich der Kompetenzentwicklung ist man da ja bei weitem noch nicht so weit. Und ich glaube auch, also einerseits sind die Bibliotheken und Archive haben da natürlich eine unglaubliche, wie soll ich sagen, also sind ein Treiber, sind eine Kraft, um diese Fragen zu forcieren in den Institutionen. Und andererseits sind sie natürlich auch die, die dann dieses oftmals sehr ephemere Wissen, was entsteht, dann auch wieder wie handhaben müssen, worin ich eine sehr, sehr große Herausforderung auch sehe. Von daher denke ich, größte Bedeutung und Wichtigkeit. Ja, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Ich habe eine Frage in Bezug auf Open Science and Open Digitalization. Ja. Eigentlich kommt das sehr offen daher und sehr demokratisch, aber ich erlebe bei mir so im Umfeld, dass vielleicht nur 1 oder 2% von dieser Offenheit überhaupt profitieren können, weil sie gar nicht den Zugang haben, weil sie gar nicht wissen, wie es geht. Und dann denke ich immer, das ist so wie bei der Bank, wenn ich etwas Neues anklicke, dann müsste ich zuerst 30 Seiten lesen und das macht sowieso niemand. Und dann klickt man einfach Ja und die Bank oder die Versicherung kann ja sagen, ja, sie hätten diese 50 Seiten lesen müssen, aber sie weiß ganz genau, 98, 99% der Leute liest das sowieso nicht. Und dann kommt das alles so demokratisch daher. Aber wenn es schlussendlich von 9/10 der Menschen gar nicht gelesen wird, dann frage ich mich, ob das wirklich so
demokratisch ist. Mhm. Also, ja, also ich glaube, Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an, denn es ist natürlich einfach, mit digital affinen Menschen sich über diese Digitalisierungsaktivitäten, Vorhaben, Projekte und so weiter zu unterhalten. Aber tatsächlich gibt es ja große Herausforderungen, was einerseits wie den praktischen Zugang angeht. Viele Menschen sind nicht gut vertraut mit den Technologien, haben vielleicht auch nicht die technologische Unterstützung, sind vielleicht gehemmt, Dinge auszuprobieren. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Hochschulen das einerseits innerhalb ihrer Hochschulen adressieren müssen, aber dass Hochschulen auch eine große Bedeutung haben, eine große Aufgabe haben, wirklich zu schauen, dass Digitalisierung nicht eine elitäre Kleinstdiskussion ist, sondern dass tatsächlich der Nutzen von digitaler Technologie breit gegeben sein kann. Das ist eine sehr große Herausforderung, das sehe ich genauso wie Sie. Weitere Fragen? Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken, Susanne, und mich verabschieden von den Leuten, die virtuell teilgenommen haben. Und da wir jetzt wissen, dass die Kombination von digital und analog und vor Ort so wichtig ist, lade ich all diejenigen, die analog hier sind, ganz herzlich ein zur Fortsetzung beim Apero, wo dann vielleicht auch noch mal das ein oder andere digitale Thema dann doch auch noch besprochen werden kann. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sehen uns im April zum nächsten 17.15 Uhr Kolloquium wieder. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website. Es wird Noah Bubenhofer sprechen und es geht um ChatGPT und große Sprachmodelle. Ein Wunder, dass keine Frage dazu gekommen ist. Herzlichen Dank und schönen Abend. Danke.